Sehr merkwürdig. Speichern. Speichern. Nein, immer noch nicht. Wir müssen doch hier eigentlich nur Williams und so finden, ne? Raptor Tsunami. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Inventar, alles nehmen. So. Oh, heiliger Bimbam. Das Ding nehmen wir aber auch. Das hier auch auf jeden Fall. Mhm. Das hier auch. Oh, 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 wir nehmen das hier. Granatenmods haben wir noch. Ah, eine neue schwere Rüstung, endlich. Die sieht sogar ziemlich klobig aus. Mhm. Und gut, nichts für Tali, weil die irgendwie so was Komisches hat. Stiletto, eine Raptor, eine Skidma und eine Avenger. Liara kriegt dann auch eine Raptor, auch eine Skidma, eine Kessler, oder habe ich noch eine bessere? Stinger 2. Entschuldigung, da musste ich mich gerade muten, weil ich am Husten war. Polonium-Munition, gemein. Sehr schön. Das hat sich gelohnt, hier mal um die Ecke zu gucken. Aber warum komme ich da nicht weiter? Ich weiß noch, dass ich so ein Problem auch mal beim ersten Durchspielen hatte. Aber da das jetzt auch schon wieder knapp 3 Monate her ist... Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Oh, Entschuldigung. Aber wie gesagt, da das auch schon wieder 3 Monate her ist, tatsächlich... ...weiß ich nicht mehr so genau, was da alles so ablief. So, Tür auf. Schade, das hat nicht geklappt. Den habe ich übersehen. Jetzt ist die Frage, habt ihr ihn beim ersten Mal vorbeilaufen gesehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, da kann ich auch mal sowas sagen. Was? Ich bin doch kein Eindringling. Wo ist Saren? Oh.
Warum bin ich überhitzt? Ach, das war der komische Krogana-Doktor. Ah, klar. Mal eine medizinische Station. Ach, wir gehen einfach weiter. Da gibt es wahrscheinlich nur irgendeinen Kram, irgendwelche Sachen, die ich mir ins Ohr stecken kann oder so. Sicherheitsbüros. Gegen die müsste die Schröte ja effektiv sein, weil die ja gegen synthetische Schaden macht. Ah, es ist echt eine geile Schrotflinte. Halt! Wer da? Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist! Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Was? Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Was ist alles? Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Okay. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinigen. Das wäre doch mal gut. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Ja, das hatten wir schon. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Was für Kollateralschäden? Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Okay. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, ach, dessen du Scheiße. Ersatz ich war. Das heißt, sie musste ihren... Ich will einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Ja los, verschwinden Sie von hier. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Was hatte die denn jetzt? Ich glaube, Sie haben das genossen. Was? Nein. Nur weil die arme Frau ein bisschen verwirrt war. Na, ja, diese Tür sieht sehr verdächtig aus. Noch ein Lift. Commander, sehen Sie doch! Noch ein Sender! Wie der auf Eden Prime! Oh, es laggt. Warte, ich warte noch, bis es sich ein wenig beruhigt hat. Der scheint intakt zu sein. Und Shepard kann ihn bedienen. Fleischmechanik. Technik und Leben. Kalter Stahl und warmes Blut. Mir hat die Vision jetzt zum Beispiel gar nichts gesagt. Aber vielleicht weiß Shepard da jetzt ja mehr. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren Sovereign. Wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut.
Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind. Das heißt, er findet es lustig. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Erinnert mich so ein bisschen an die Zicke vom Aufbau her. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger.
Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Dann sollten wir hier mal verschwinden. Die Sovereign ist ein Reaper. Und die Reaper ernten alle 50.000 Jahre die Zivilisation der Galaxis. Heiliger Bimbam, ist die Schröte geil. Die Geth entfernen sich von ihrer Stellung, Jaito. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Organa? Ich liebe Liara für ihre Biotech-Fertigkeiten. Alter, wo hat die so viel Schildstärke her? Heiliger Bimbam. Speichern können wir nicht, aber wir können einmal kurz... Squad. 18 Punkte! Heilige Mutter Gottes! Warte mal, wie viel haben... wir sind schon sehr vorbildlich und sind noch gar nicht abtrünnig. Die hat nur 4 Punkte. So. Dann sagen wir hier mal... Perfekt. Und weiter geht's. Achso, dann können wir jetzt sogar nochmal so speichern. Ich muss ja auf meine 30 Speicherstände pro Mass Effect durchspielen kommen. Das war lustig, als ich nämlich die ersten beiden durchgespielt hatte, hatte ich jeweils 39 oder 36 Speichermal gespeichert. War hier nicht irgendwie gerade was? Okay. Schade. Nicht genug Universalgel. Schade. Weiter geht's. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Normandie lassen. Oh ja. Warum ist die denn? Ach, das da wieder. Ach, die Viecher. Reißen wir mal ein paar Löcher in die synthetischen. Leck mich am Arsch, wo kam das denn schon wieder her? Alter! Na, zum Glück waren wir nicht so weit weg.
Oh, das heißt, wir haben hier hinten sogar nochmal eine neue Chance beim manuellen Kurzschließen. Ich möchte nämlich wissen, was da drin ist.